Oh, junger Mann. Wo war der denn? Hier ist er. Task complete. Dieses Meeting widme ich Nils Dissington, damit er einfach mal was sagt. Ja, Tag, es macht bloß Tag, alles gut. Was ist denn ich bin auch noch nicht gestorben, ist alles safe. ich habe ihn noch nicht einmal gehört heute und ich wollte mal seine Stimme hören. Hä, doch, ich habe schon eine Vermutung aufgestellt gehabt. Ja, das stimmt, mit Ray. Ja. Aber ich glaube, also das hat jemand ist eine schon her. Spaß, alles gut. Nein, nicht jetzt. Hat er ja recht. Warum ist noch keiner tot an die Imposter? Ja, ja, wer war denn hier zurück? Ich wollte gerade, aber. Die haben mich noch nicht gefunden. Ja, der Kill war, was du warst gerade auch auf Range, Kalle, für mich. Ja, weiß ich nicht, Cam. Vielleicht erzählst du den Zuschauern ja auch noch was, so, was du als Imposter so vorhast. Kann er den Camps gucken? Wirklich, kann er den Camps? Ich war in den Camps. Okay. Ich habe eine Frage. Die Task oben links beim Start, ist die vereinzelt? Nein, das ist vereinzelt. Okay, danke. Nur die rechte ist. Welchen Schlüssel hat Ray? Ich glaube, Ray ist safe. Ich hatte wieder rechts. Ich hin und her bewegt. Ich hatte unten, ich glaube, den dritten von links. Kabel habe ich gemacht. Weiß nicht, wo ich gespawnt bin. Ich kann es leider nicht sagen. Ja, also um Dadosh da kurz noch drauf einzugehen. Also Dadosh war noch bevor das Licht ausging bei Admin da halt. Auf jeden Fall, also ich denke eindeutig, der Mörder ist diesmal wieder Dadosh. Welchen Schlüssel hattest du, Jay? Ich glaube, es muss Nils sein, weil er noch nicht tot ist. Was ist denn da nicht in Ordnung? Vier Leute wurden hier wohl einfach mal. Ein Trollwirt und zwei Imposter. Ja, die kann ich doch nicht absprechen. Ja, eben. Ehrlich gesagt, hätte ich das besser gefunden, hätten sie das fürs Meme durchgezogen. Aber haben sie nicht. Finde ich nicht gut. Ich glaube, ich kriege heute einfach nur... wie nennen wir das denn einfach? Ich kriege, glaube ich, heute einfach nur mein Fett weg oder so. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, wir nennen das so. Oh. Alarm. Okay. Oh, Maxi out dead. Okay. Der war gerade bei mir. Wer ist gerade mit mir in Lights reingegangen? Dalu ist vor mir umgefallen. Wer hat dir gekillt? Wir haben gerade die Tür aufgemacht. Wir sind zu zweit da. Ich bestätige, dass die Leiche gerade umgefallen ist. Ohne Spaß. Der hat mir die Tür aufgemacht. Wir sind reingegangen und er ist tot. Ich bin mit Dalu Weapons hoch von Weapons. Nee, was ist das? Weapons aus hochgegangen und dann lag die Leiche da und ich wollte auch reporten, aber Christian war schneller. Also Jay hat jetzt gesagt, dass er mit Christian. Ich hab war. Zumindest gesagt, nee. Ich bin da gewesen, aber ich habe halt nur ein Tähnchen. Ja, auf Dalus Leiche. Genau. Die liegt quasi vor. Sven, wo bist du gerade? Lifeline. Dem Eingang. Wo bist du gerade? Ich mach irgendwo zwischen den Gebäuden da die Quest. Mit der Snake an der Antenne. Der Kill jetzt da nochmal gemacht wurde, wie gerade. What the fuck? Okay, also als wenn Jay... Ich sage auch mal noch kurz, um vollständig zu machen. Jay, dann hast du den gekillt? Nein, hab ich nicht. Jay hat aber auch den dritten Schlüssel von rechts. Jay, dann hast du den gekillt gerade vor meinen Augen. Nein, hab ich nicht. Hätte er das gemacht, wenn... Also warum sollte ich das sagen? Als Imposter, oder? Warum sollte ich sagen, dass ich überhaupt da bin? Das wäre einfach nur mega dumm, wenn ich Imposter wäre. Naja, wobei du hast sehr lange gewartet, bis du irgendwas gesagt hast. Ja, weil ich ja ausreden lasse. Mike, bist du noch Admin? Nee, ja, also ich war Ewigkeiten Admin, bin gerade jetzt schon Questment auch losgelaufen. Ich glaube, Christian sollte einfach nochmal überlegen, wen er noch gesehen hat. Ja, weiß ich nicht mehr. Irgendwer steht halt mit mir an der Türe. Ja, aber wir können es ja so. Achso, gut. Das Klopapier auf falsch aussagen. Eine Brille, ein Hut. Aber Mike, du hast ja noch gesehen, dass ich Spassy bin. Ja, ja, ja. Und es war nicht. Also Sven hat ja gesagt, er war Lifeline. Ja, und Jay hat gesagt, er war mit dir auf der Leiche. Auf ich bin mit Dalu hochgegangen. Ich dachte erst, Dalu killt mich unten in Weapons. Also ich war auch halt bei Lifeline in Mano. Ich bin übrigens gerade die ganze Zeit mit Dizzy gelaufen, weil der müsste ja relativ safe sein, wenn die Leute den da... Ja, schon richtig. Ich hab nicht gewotet. Das war schon wieder mega knapp, Mann. Ja, leider. Also Dizzy ist ja safe, wenn den so viele am Anfang raushaben wollten, oder? Ich muss auch Imposter sein, wenn ich noch lebe. Ich bin auf jeden Fall noch Imposter.
Chris sein? Ach scheiße, wir sind schon hier unten. Es ist Chris. Es ist Chris. Chris holt sich bei mir ein Alibi. Es ist Chris. Es ist Chris. Mark my words. Mark my words. Also ich habe gerade gesehen, hören mich alle, ja. Ich habe gerade gesehen, wie Sven umgekippt ist. Dadurch ist mir noch entgegengekommen. Entgegengekommen bin ich nicht, bin mit euch mitgelaufen. Aber ich war auch da, ja. Das ist richtig. Ich kurz glauben kann ich sein, weil ich alleine diesen Weg gegangen bin. Du bist mir entgegengekommen auf jeden Fall. Nein, du warst nicht alleine. Du warst, also wir waren zu dritt. Also ich kam hinter euch hinterher. Wo das war? Neben Elektro, links daneben. Also kurz, links kurz unten nochmal, oder was? Also ihr kam von O2. Auf der Höhe, links ja, neben Elektro. Also wenn du durch den O2-Gang quasi gehst. Also ich, oben, genau. Weil ich bin von Communications, da müssen alle auch noch vorher gesehen haben. Ich habe euch nicht gesehen. Ich war aber in O2 und ich habe auch Zero noch live gesehen an dieser Gasflaschendings. War die Leiche da schon Sven tot? Auch? Oder war nein, sie ist gerade umgekippt. Die ist vor mir. Okay, dann kann ich, glaube ich, Mike confirmen, dass es nicht war. Ich stehe, also mir ist am Licht. Weil er am Licht mit mir, also an der Tür stand, um sie zu öffnen zum Licht. Ja. Also wenn ich nochmal kurz mal was in den Ring schmeißen kann, Chris, glaube ich, versucht sich von mir ein Alibi zu holen. Also ich war eben gerade mit. Ich war gerade. Ich die ganze Zeit schon mit dir, weil du safe bist, weil dich am Anfang direkt drei Leute gevotet haben. Davon müssen zwei Imposter gewesen sein, oder zumindest einer. Und warum sollte man den anderen Imposter voten? Deswegen bleibe ich bei dir. Also ich bin gerade. Noch mal ganz kurz, um da ein bisschen Klarheit reinzukriegen. Wer war denn jetzt irgendwie? Weil Dados sagt, wir sind zu dritt gelaufen. Ich muss euch bei der ersten Tür eingeholt haben dann, weil ich von unten nach oben gegangen bin. Und eine Frage an Kalle, warst du auch da in der Nähe oder nicht? Hab ich habe Zero verstanden. Am Leben gesehen, wie gesagt, an diesem Ich habe den auch gesehen. Und dann bin ich O2 gegangen, ich habe aber niemanden sonst gesehen. Okay. Wer war da noch dadurch, wenn du sagst, so wir waren zu dritt? Die Leiche. Ich würde ja gerne die Situation erklären, aber ich komme nicht dazu. Sie macht ja, schnell raus. Es sind 10 Sekunden. Du bist mit mir zusammen. Ich nehme mein Wort zurück. Du hast mich nämlich wahrscheinlich gewotet. Ich habe gedacht, du bist safe, Junge. Du warst der Auserwählte. Oh, Alter. Ihr seid euch nicht einig. Das muss man einfach so sagen. Ja, weil es halt keine Klarheit gerade gibt. Ja, also. Ja, fuck, das wird richtig. Richtig. In der ersten Runde noch 3 Jay. Jetzt keiner mehr Jay. Ist auch geil. Liegt direkt beim Lights. Ich hätte vielleicht. Oh, nee, hätte ich jetzt gefixt, dann wäre ich selber für dich. Ist egal. Chris liegt auf jeden Fall direkt vor dem Lights-Schalter. Ich würde auch, bevor ihr wieder redet, ich würde Kalle auch eigentlich als safe sagen, weil der war jetzt auch im Medbay, der hätte mich easy wegkillen können. Der müsste mich auch mehrmals gesehen haben, dass ich da ja. auch bin. Ja. Also deswegen, Kalle ist für mich eigentlich relativ sicher. Kannst du irgendwen entdecken? Nee. Ich bin die ganze. Nee, kann ich nicht. Ich habe nicht einen einzigen gesehen. Ich bin die ganze Runde alleine unterwegs.
das Problem ist jetzt ganz einfach, also ich bin ein Verdächtiger wegen Ray, wegen der Runde davor, das verstehe ich auch, ja. Aber für mich sind es Mike und Dizzy, vor allem aber Dizzy, weil Dizzy hatte sich mit Chris die ganze Zeit hergekabbelt und Chris ist safe, hundertprozentig, deswegen ist es für mich Dizzy und Mike und ich würde Dizzy voten. Das ist meine 5 Cent, das dürft ihr. Jay hat mich für den einen Killer gesaved beim Licht. Ja, du bist einfach nur jetzt der Übrige, weil Ray Ray wusste auch im ersten Kill, dass ich da bei Edmund bin und Richtung Specimen gelaufen bin, also ich kann es nicht sagen. Nee, du bist Specimen nicht gelaufen. Also nee, ich bin in Richtung Specimen gelaufen. Nicht für mich ist tatsächlich dadurch am verdächtigsten, weil wegen dem Zero-Kill und da wusste ich einfach, habe ich nicht so Klarheit und dadurch, Ray hätte mich gerade easy wegmachen können. Also, warte mal, welchen Zero? Ach, da, von der Runde mit Ray, ja genau, das verstehe ich auch. Das kann ich verstehen. Also für mich sind jetzt aktuell die Verdächtigen tatsächlich dadurch einfach wegen der Runde davor. Ja. Finde ich halt sehr komisch. Und Dizzy ist für mich halt auch noch so ein bisschen halt ein ganz großes Fragezeichen. Mike aber auch schwierig. Also, wen. Also alle. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Dardosh raus und dann Mike. Okay. Ja, aber dann seid ihr am Arsch. Ja, aber ich verstehe ja, aber du bist mein einziger. Das sind Dizzy und Mike sind es dann. Wenn ihr beide euch selbst, sind Dizzy und Mike. Dann werden wir sehen. Und verloren. Ja, dann ist jetzt eh vorbei, wenn es nicht stimmt. Ich meine, so kannst du halt auch Dramatik aufbauen, ne? Indem du jemanden mal leben lässt, der die ganze Zeit als erstes gestorben ist, den kannst du. Das zieht sich halt gut durch, also. Alle. Hier kommt der Doppelkill. Ist noch einer übrig oder zwei? Ich glaube, müsste ja. Nee, da kann nur noch einer sein. Kann ja nur noch einer sein. Weil wir sind zu viert. Drüben ist jetzt auf jeden Fall einer tot. Für mich ist es ziemlich sicher Dizzy. Okay. Mike hätte mich wahrscheinlich sehr wahrscheinlich. Also du hättest mich töten können. Ganz kurz, Ray ist ja gerade erst gestorben. Hat irgendeiner von euch beiden Animationen gesehen? Ich habe Licht ist ausgegangen und wir sind raus aus diesem Raum, aus diesem Decon-Raum und so, auf einmal wurde Report angemacht. Also quasi wurde angezeigt, Entschuldigung. Wer von euch beiden hat vorhin nicht auf Dardosh gewotet? Ich habe Dardosh rausgewotet. Ich habe ja auch Dardosh beschuldigt und ich bin mir ziemlich sicher, war es auch. Dizzy, hast du auch auf Dardosh gewotet? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ja gut. Weil Dardosh war ja safe einer. Also wenn mir den Tag mal so ein bisschen Revue passieren lässt, bin ich mir ziemlich sicher, jemand hätte Dizzy getötet, wenn er Crewmate gewesen wäre. Kalle. Und ja, nee, ist so meine Meinung. Ja, aber Kalle, das ist doch das beste Alibi, was man sich verschaffen kann. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Du rennst ich hab nur meine Task fertig. Ja, welche? Alle. Und welche hast alle. Du denn gemacht? Welche ich hab alle gemacht? Meine Task fertig. Was hast du denn gemacht? Willst du mich jetzt verarschen? Wir spielen erzähl doch mal. Wir killen jetzt hier keine Zeit, Kalle. Come on.
Kalle, ich war, wir verstehen uns beide, ne? Wir verstehen uns beide. Ich denke, dass du jetzt einfach den Moment nutzt, dass ich den ganzen... Du könntest mir auch einfach sagen, welche Tasks du machst, also... Ja, genau. Das könnte ich machen, oder wir verplempern einfach keine... Oder du stirbst jetzt und warst im Post. Genau. Alter Nils. Shit, shit, shit. Uff. Wow, was? Dass ich das noch gewonnen habe, war echt Glück, ey. Uff, Kalle. Ja, ich hab also ich muss sagen, aber Mike Uff, war für mich überhaupt nicht, Big überhaupt Uff. Nicht, Sus. Also ja, gar nicht. Ja, ich habe ihn extra so auch bezichtigt am Ende, weil ich wusste, ich Kalle, sagen wir so, wir sind quitt. Sag mal, mit Dado schlag ich ja schon mal richtig. Mit Dado schlag ich ganz am Anfang. Ja, Dado war auch verdächtig. Es war so Dados schwer, euch am Ende zu töten. Gemacht, dass ich mich plötzlich mit Dizzy gefetzt habe. Dizzy, sagt mir doch, welche und scheiß Aufgaben du machst. Maga, wir, so haben, schwer, wir sind am Ende. Killen, weil ihr seid nur zusammen rumgelaufen. Es war so schwer. Ja, ja, das Licht war ausgemacht. Der perfekte Zeitpunkt. Durch das Licht aus wart ihr im Stack. Es war so schwer. Und also dadurch, ich habe den Double Kill mit dir gemacht. Ich weiß aber nicht, ob es so clever war, Jay und Chris zu töten. Ich hab die Hoffnung, dass du Dizzy killst, weil dann wär's klar. Ich dachte eigentlich, ich hatte einer gesehen, Mike. Bitte was? Ich dachte eigentlich, da oben wäre noch einer. Ja, ja. Es war ein Double Kill. Ich dachte halt, okay, wir könnten es jetzt machen, aber das ist nicht clever, weil es sind die beiden mit dem größten Sass so mit Dizzy. Aber ja, ich habe auf Win gespielt in der Runde, weil ich dachte, wir kriegen den Cooldown runter. Weil die anderen waren nämlich rechts gelaufen und ich habe gehofft, die sind noch Specimen und kümmern sich nicht ums Licht. Okay. Aber okay, wir haben gewonnen. Gute Runde, alles cool. Nee, das war gut gespielt. Also ich habe nicht gecheckt, dass du es bist. War schwierig. Ja gut, es gab halt zwei Verdächtige am Ende noch. Dizzy und Mike, für mich war Kalle eigentlich safe. Und dann war es halt jetzt echt schwierig. Sven, du warst am Anfang in Vitals. Hast du Maxi nicht bei dir irgendwo stehen sehen? Weil der war ja auch tot am Anfang. Den habe ich direkt hinter dir gesnackt. Hinter mir? Also der ist halt weggelaufen vom Vitals. Ich stand irgendwie bei einem noch in dem Raum da drinnen die ganze Zeit. Auch als das Licht ausging, dann bin ich runtergelaufen. Ich dachte, okay, da hat mich auf jeden Fall... Aber wenn du das Bildschirm... Wenn das irgendwer gesagt hätte, dass das Ende nicht klar war, weil Kalle und Dizzy mussten beide wieder hochrennen, um zur Leiche zu kommen. So, ich dachte, damit hat sich das... Ja, das sieht was aus. Ich glaube nicht, dass Kalle ihn gesehen hat. Ich habe leider nicht gesehen, wer neben mir stand. Das war ein bisschen bad. Ciao, Maga. Oder Margarine, je nachdem, wer es geguckt hat. Du hast eine ganze Woche geschafft. Sehr schön, dankeschön. Da können wir auch alle mal klatschen. Da können wir ruhig auch in den Kommentaren mal klatschen, dass ihr bis hierhin angekommen seid. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, ich bin offen für Feedback und Kritik. Ballert das unten rein und lasst es mich wissen. Ansonsten vielen Dank für die Däumchen und die ganzen Abos. Denkt an die Glocke und habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, Leute. Haltet die Ohren steif und tschüss.